Сегодня я нахожусь в городе Бранденбург, около Хафель. Первое фактически место, где была реализована программа Т4. И я рада вам представить коллегу, который здесь работает в педагогическом отделении и проводит различные мероприятия с молодежью, в том числе, которые сюда приезжают. Господин Маркс, к сожалению, несмотря на то, что у него очень известная фамилия для русских, и вы все эту фамилию знаете, господин Маркс не говорит по-русски, поэтому будет выставка проводиться на немецком языке, но мы предлагаем вам посмотреть ее с титрами. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in der Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasie-Morde in der Stadt Brandenburg an der Havel. Mein Name ist Christian Marx, ich arbeite hier in dieser Gedenkstätte. Wir befinden uns hier an dem Ort, an dem 1940 die Nationalsozialisten über 9000 Menschen mit Kohlenmonoxid ermordet haben. Die Menschen, die hier ermordet worden sind, war eine besondere Opfergruppe der Nationalsozialisten. Es waren Menschen mit Beeinträchtigungen und psychischen Erkrankungen. Die Nationalsozialisten hatten dieses Verbrechen vorbereitet und hatten sich Ende 1939 von Berlin aus für diesen Ort hier in der Stadt Brandenburg an der Havel entschieden, dass sie hier diese Tötungsaktion starten wollten. Weil die allerersten Tötungen im Rahmen dieser Aktion hier in Brandenburg an der Havel 1940 im Januar stattfanden. Die Gedenkstätte hier in Brandenburg an der Havel wurde im Jahre 2012 eröffnet und sie dokumentiert die lokalhistorische als auch darüber hinaus die historische Entwicklung, die zu diesen Planungen der Nationalsozialisten geführt haben. Das gesamte Gelände war bis spätestens 1939 ein Zuchthaus für Männer, also ein Gefängnis für Männer und ist dann Ende 1939 als Tötungsort der sogenannten Euthanasieaktion festgelegt worden. Auf diesem historischen Foto, das Foto ist von 1870, können Sie erkennen, wie das Gelände auch 1940 in etwa ausgesehen hat. Ich verweise insbesondere auf dieses Gebäude, was Sie hier sehen können. Das war ursprünglich eine Scheune und in dieser Scheune befand sich die Gaskammer, in dem die Menschen 1940 ermordet worden sind. Und wie Sie gesehen haben, stehen ja nur noch die Grundmauern, da 1945 die Rote Armee diesen Gebäudekomplex abgerissen hat. Diese Tötungsaktion der Nationalsozialisten begann, wie gesagt, im Januar 1940 und endete im August 1941. Ich zeige Ihnen nun auf dieser Landkarte die 6 Tötungsorte, die in diesem Zeitraum wo die Menschen ermordet worden sind. In der Nähe von Berlin ist es also hier Brandenburg an der Havel, wo wir uns jetzt hier befinden, hier auch in diesem Ausstellungsgebäude. Dann ist einer der Tötungsorte Bernburg an der Saale in der Nähe von Magdeburg. Ein anderer Tötungsort ist im Hadamar, nicht weit weg von Frankfurt am Main. Dann haben wir einen Tötungsort in der Nähe von Dresden, Sonnenstein-Pirna. Ein Ort, der sich südlich von Stuttgart, heute Baden-Württemberg, befunden hat, Grafeneck. Und schließlich im österreichischen Hartheim in der Nähe von Linz. Wie Sie sicherlich wissen, gehörte damals Österreich zum sogenannten Großdeutschen Reich. An allen 6 Tötungsorten sind insgesamt 70.000 Menschen ermordet worden, allein in Brandenburg an der Havel über 9.000 Menschen. Diese Ausstellung hat 2 Ausstellungsräume. In der Regel ist es so, dass die Wände damit dokumentieren, welche überregionale Bedeutung diese Aktion hatte. Und auf den Tischen sehen Sie in erster Linie Dokumente, die ein Lokal geschichtlichen Bezug haben. Auf diesen Wänden können wir zeigen, wie dieser Aktion eine Vorgeschichte vorausging. Hier beschreiben wir die weltanschauliche Entwicklung zum Beispiel der Eugenik und der Rassenhygiene. Diese eugenischen bzw. rassenhygienischen Diskussionen Ende des 19. Jahrhunderts sind so eine Art Vorreiter des Euthanasie-Gedenkens bzw. Gedankens bis hin dazu, dass die Nationalsozialisten dann ab den Jahren 1933 diese Taten Schritt für Schritt vorbereitet haben. Hier sehen Sie das sogenannte Hartheim-Dokument. Dieses Täter-verfasste Dokument dokumentiert nochmal die Anzahl der an den verschiedenen Orten Ermordeten. Beispielsweise, wenn ich darauf verweisen darf, dieses B bedeutet Brandenburg an der Havel, der Ort, wo wir uns befinden. Und die Täter haben dokumentiert, dass hier an diesem Ort 9.772 Menschen ermordet worden sind. Um hier auch noch auf ein Detail einzugehen, die Täter sprechen hier nicht von Ermordung, sondern von
desinfizieren. Die Menschen sind mit Hilfe des Meldebogenverfahrens dann erfasst worden und sind mit Hilfe von Bussen der Reichspost aus ihren Anstalten, wo sie sich vorher befunden haben, an die Tötungsorte transportiert worden. Die Tötungsanstalt hier in der Stadt Brandenburg an der Havel befand sich damals mitten in der Stadt. Im Januar 1940 trafen sich hier hochrangige Vertreter der Euthanasieaktion. Unter ihnen unter anderem Philipp Buhler, der Chef der Kanzlei des Führers, wie es genannt wurde, und Karl Brandt, einer der Begleitärzte von Adolf Hitler. Dieser Personenkreis, erweitert unter anderem auch von Chemikern der SS, haben hier in diesen Januartagen ein Verfahren entschieden bzw. demonstriert, welches sie für geeignet hielten, große Gruppen von Menschen zu ermorden. Dr. Brandt hat zusammen mit einem Kollegen hier mit Giftinjektionen einige Menschen ermordet und gleichzeitig wurde hier das erste Mal auf Deutschem Reich ein Gas verwendet, um eine große Gruppe von Menschen eben mit Gas zu ermorden. Und dieses Ereignis hat dazu geführt, dass das schon vorausgedachte Prozedere mit Gas hier demonstriert und entschieden worden. Zur Dokumentation der Verbrechen stehen uns mehrere Dokumente zur Verfügung, zum Beispiel Trostbriefe. Das sind Briefe, die die hiesigen Verantwortlichen für diese Morde an die Verwandten geschrieben haben, um die Verwandten über die tatsächliche Todesursache zu täuschen. Wir haben allerdings auch Transportlisten, die Verwendung fanden, um damit zu dokumentieren, dass die Patientinnen und Patienten aus den Kliniken, Heil- und Pflegeanstalten abgeholt worden sind. Wir haben also, man kann sagen, Dokumente von Seiten der Täter und Täterinnen. Wir haben aber auch Dokumente von Angehörigen, wenn wir darauf hinweisen, dass zum Beispiel die Angehörigen nicht selten, dass die Dokumentation durch die Tötungsanstalten nicht geglaubt haben, 1940 und danach, und in diesen Briefen auch widersprochen haben und nicht geglaubt haben, dass das die Todesursachen waren, wie zum Beispiel eine Lungenentzündung oder meinetwegen ein Herzschlag. Das ist bei einigen Angehörigen nicht auf Glauben gestoßen. Damit Sie einen Eindruck davon bekommen, wie die Täter damals auch die Verwandten der Ermordeten getäuscht haben, indem sie ihnen gesagt haben, die Menschen seien hier an einer natürlichen Erkrankung gestorben, möchte ich Ihnen einen einzigen Absatz eines solchen Trostbriefes, wie wir sie heute nennen, vorlesen, damit Sie einen Eindruck von der Qualität dieses Dokumentes haben. Ich zitiere, 9. Juli 1940. Sehr geehrte Frau Koselowski, in Erfüllung einer traurigen Pflicht müssen wir Ihnen die Mitteilung machen, dass der Patient Oskar Koselowski, der erst vor kurzem aus verwaltungstechnischen Gründen nach Brandenburg an der Havel in unsere Anstalt verlegt wurde, hier am 8. Juli 1940 an einem Gehirnschlag verstorben ist. Schließlich können wir auch noch feststellen, gibt es einige Dokumente, die aus den Nachkriegsprozessen in der Bundesrepublik Deutschland uns dokumentiert haben, wie die Täterinnen und Täter vorgegangen sind und damit wichtige Dokumente uns hinterlassen haben. Unter den vielen Ermordeten fanden sich auch 32 Menschen, die hier 1940 zunächst vor der Gaskammer zurückgestellt worden sind. Was heißt das? Diese Menschen, es waren mehrheitlich Männer, 18 Männer, sind von den Tätern zunächst nicht ermordet worden. Bei den Männern ist es so, dass wir davon ausgehen, dass sie ausgezeichnete Soldaten des Ersten Weltkrieges waren und deswegen nicht ermordet worden sind. Trotzdem haben viele der zunächst Zurückgestellten auch den Nationalsozialismus nicht überlebt und sind auch später Opfer anderer Aktionen geworden. Ende Oktober 1940 ist die Tötungsanstalt in Brandenburg an der Havel geschlossen worden. Fast das gesamte Personal, also ungefähr 50 Personen, der hier insgesamt 70 Personen, ist dann nach Bernburg gewechselt. Dort wurde im November 1940 eine weitere Tötungsanstalt aufgemacht worden. Der leitende Tötungsarzt hier in Brandenburg, Dr. Eberl, ist weiterhin in Bernburg Leiter der dortigen Tötungsanstalt. Es gibt einen systematischen Zusammenhang zwischen den Euthanasieverbrechen und dem Holocaust. Der erste systematische Massenmord an jüdischen Menschen im Deutschen Reich beginnt in Brandenburg an der Havel. Das hat etwas mit der sogenannten Sonderaktion zu tun. Ab Sommer 1940 sind jüdische Patientinnen und Patienten nur deswegen an diesen Ort gebracht worden, weil sie jüdische Wurzeln hatten und sind deswegen hier ermordet worden. Hier haben Sie das Foto der Familie Scheuer aus dem Jahre 1912. Drei der vier Töchter sind durch die Nationalsozialisten ermordet worden.
Diese Tochter ist 1940 als jüdische Patientin hier ermordet worden, wie ich bereits beschrieben habe. Und ihre beiden Schwestern, die Sie hier sehen, sind als jüdische Opfer, Opfer des deutschen Holocaust geworden. Einige wenige Menschen haben damals versucht, diese Euthanasieverbrechen kundzutun bzw. zu stoppen. Hier sehen Sie drei Personen, die das versucht haben. Ich konzentriere mich bei der Darstellung auf diesen Mann. Sein Name ist Lothar Kreisig und er war hier in dieser Stadt Amtsrichter. Er hat im Jahre 1940 die Vermutung, dass Menschen getötet wurden. Diese Informationen werden damals aus dem Reichsministerium der Justiz ihm bestätigt. Daraufhin hatte er den Chef der Kanzlei des Führers, Philipp Buhler, angezeigt wegen Mordes. Dieses ganze Verfahren endet mit der Amtsenthebung von Lothar Kreisig. Er überlebt den Krieg, er versteckt auf dem Bauernhof, den er jetzt bewirtet, bis 1945 zwei jüdische Frauen. Und er wird nach dem Krieg Mitarbeiter der evangelischen Kirche. Nach dem Ende der Euthanasieverbrechen im Sommer 1941 kommt es zu einer Zusammenarbeit zwischen der SS im besetzten Polen und den Verantwortlichen dieser Euthanasieverbrechen. Es geht darum, dass die Zusammenarbeit dazu führt, dass drei der größten Vernichtungslager der Nationalsozialisten des Holocaust, nämlich Belzec, Sobibor und Treblinka, auch maßgeblich von Verantwortlichen der Euthanasieaktion aufgebaut und betrieben worden sind, in Kooperation, wie gesagt, mit der SS. Dort wurden insgesamt in den Jahren 1942 und 1943 über 1,5 Millionen Menschen, hauptsächlich Jüdinnen und Juden, ermordet. Die juristische Aufarbeitung dieser Verbrechen nach dem Krieg sehen folgendermaßen aus. Der letzte seriöse und ernstzunehmende Prozess in Ostdeutschland, in der DDR, findet 1952 statt. Die Prozesse in der Bundesrepublik, in Westdeutschland, ziehen sich noch bis die 1980er Jahre. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele nennen. Da ist zum einen der Hadamar-Prozess in Frankfurt am Main zu nennen, der mit harten Urteilen endet. Die beiden angeklagten Euthanasieärzte vom Tötungsort Hadamar werden beide zum Tode verurteilt. Im Gegensatz dazu waren die Prozesse der 50er und 60er Jahre relativ harmlos, was die Strafen angeht. Die beiden Tötungsortsärzte, zum Beispiel Dr. Ulrich und Dr. Bunke, die hier in Brandenburg an der Havel unter anderem getötet haben, werden dort 1967 freigesprochen. Nach Ende des Krieges wurde hier in dieser Stadt vereinzelt auch an die Opfer gedacht und an diese Verbrechen. Hier sehen wir ein Foto von einem Graffiti, das 1947 hier auf diesem Gelände angebracht worden ist. Und es war ein Aufruf daran, dass zu einer Kundgebung gekommen werden sollte, um zu erfahren, was 1940 auf diesem Gelände eigentlich geschah. Hier sehen Sie ein Kunstwerk, das auf der Straßenseite bereits 1962 angebracht worden ist und dort an die Opfer erinnert. Dieses Kunstwerk hängt da heute noch. Im Jahre 1996 wurden die Grundmauern dieser Scheune wieder freigelegt und im Jahr darauf, 1997, wurden diese vier Informationsstellen der Öffentlichkeit übergeben. Wie Sie erkennen können, gibt es einige Basisinformationen über diesen Ort und auf diesen drei Stelen sehen Sie einige wenige Fotos von Menschen, die hier ermordet worden sind. Es sind zum einen Fotos aus den Krankenakten und es sind zum Teil Fotos aus privatem Besitz. Zweimal im Jahr erinnern wir regelmäßig an die Opfer dieser Verbrechen. Das ist zum einen der 27. Januar und es ist immer auch der 1. September. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns in Zukunft hier in der Gedenkstätte besuchen möchten.